Der salzige Geschmack auf seinen Lippen. Es fühlte sich seltsam an, aber auch gar nicht so schlecht. Nur aus dem Grund hielt Sasuke den Kuss an Narutos Kinn ein wenig länger, als er eigentlich gemusst hätte. Aber er konnte auch nicht anders. Eigentlich sollte er das hier nicht tun. Zwischen ihm und Naruto war doch schon seit so vielen Jahren alles geklärt, und trotzdem saß dieser Schmerz noch so tief in seiner Brust. Ruhig sah der Uchiha dem erstaunten jungen Mann in die Augen, der offenbar von dem Kuss vollkommen überwältigt war, und vor Schreck sogar vergaß, weiter zu weinen. Doch Sasuke wollte kein Wort darüber verlieren, deshalb drehte er sich um und verließ einfach wieder das Büro. Warum rührten ihn Narutos Tränen eigentlich noch? Es konnte ihm doch im Grunde vollkommen egal sein. Dieser Idiot hatte sich selbst in diese Situation gebracht, darum war er auch nicht an diesen Tränen schuld. Schon damals, als alles rausgekommen war und Naruto ihm alles von Itachi beichtete, waren seine Tränen das gewesen, was Sasuke daran hinderte, einfach komplett auszuflippen. Immer wieder wurde er weich, und es würde dem Uchiha nicht wundern, wenn der Blondschopf seine Wunderwaffe nicht kannte. In der Tiefgarage wartete Gaara auf ihn und lehnte sich an den dunkelblauen Sportflitzer. »Was war denn? Du siehst auf einmal aus, als würdest du gleich losheulen.« Blinzelnd sah Sasuke ihn an und fluchte dann leise. »Halt die Klappe!« motzte er ihn an, kramte nach dem Schlüssel und öffnete seinen Wagen. »Kannst du nicht manchmal deine total unnützen Kommentare runterschlucken? Ich bin nicht derjenige, der hier heult.« Und damit sagte er auch schon wieder zu viel. Gaara grinste und machte es sich auf dem Beifahrersitz gemütlich. »Ach so, der Kleine heult schon nach dem ersten Tag?« Hätte man sich ja denken können. »Bestimmt denkt er, wir haben was miteinander.« Schweigend sah Sasuke ihn einen Moment an, schnaubte dann aber leise. »Tu doch nicht auch noch so, als wäre das nicht genau das gewesen, was du damit erreichen wolltest. Dein Plan scheint aufgegangen zu sein, auch wenn ich ihn albern finde.« Beleidigt verschränkte Gaara die Arme vor der Brust, immerhin war sein Plan perfekt. Und jemand wie Sasuke konnte doch gar nicht abschätzen, ob er gut war oder nicht. Bisher war alles, was er sich in den Kopf setzte, auch real geworden. Und Sasuke zu erobern, würde da keine Ausnahme bilden. »Weil du einfach noch nicht verstehst, wie sehr das Naruto beeinflussen kann. Du willst doch den Kerl nicht zurückhaben, oder?« hakte er nach. Und Sasuke starrte nur schweigend den Wagen an. Kurz darauf startete er ihn. »Ihn zurückhaben?« Eigentlich war das für ihn nie in Frage gekommen, aber jetzt, wo er mit ihm zusammenarbeitete, ihn jeden Tag sehen musste, da spürte er, wie sehr Naruto ihm in seinem Leben doch fehlte und wie sehr er ihn vermisste. Mit seiner trotteligen Art schaffte er es immer wieder, Sasuke zum Lachen zu bringen, und die Tränen, die über seine Wangen kullerten, rührten ihn noch immer tief in der Seele. Für einen Moment war Sasuke sogar bereit gewesen, mehr daraus werden zu lassen. Es wäre möglich gewesen, einfach mit ihm zu schlafen. Sex mit dem Ex war für ihn aber immer ein absolutes No-Go gewesen, und er wollte seine guten Vorsätze nicht über den Haufen werfen. Allerdings wäre er nicht der Erste, der diesem Problem erliegen würde. Mit jemandem zu schlafen, den man seit Jahren kannte, mit dem man auch den Sex kannte, war eben verlockend, und Sasuke hatte sich fast an Mädchen im Bett gewöhnt. Etwas Abwechslung würde gut tun. Nein, er durfte sich das jetzt auf keinen Fall selbst gut reden. Er wollte nicht mit Naruto schlafen, und er hatte auch nicht vor, schwach zu werden. Sich selbst jetzt Ausreden zu überlegen, war die dümmste Idee, die er hätte haben können. Gaara beobachtete ihn aus dem Augenwinkel und seufzte. »Du solltest echt mal mit einem anderen Kerl schlafen«, meinte er ruhig und verstört sah Sasuke ihn an. »Warum das denn? Meinst du, das würde was ändern?« Sofort nickte der Rothaarige und streckte die Beine von sich. »Natürlich. Du hast nur Naruto als Kerl im Bett gehabt und denkst jetzt, er wäre sowas wie der absolute Hengst. Aber du kannst ihn doch gar nicht vergleichen. Wie willst du auch wissen, ob andere genauso gut sind im Bett wie er, wenn du nur mit einem ins Bett gehst? Du denkst, kein Mann der Welt könnte ihn ersetzen, dabei ist jeder Mensch ersetzbar. Das solltest du mittlerweile auch wissen.« Diese Abhängigkeit von diesem Uzumaki war ja schon ekelhaft. Wenn Gaara musste, würde er diesen Kerl schon irgendwie loswerden. Naruto würde es nicht lange hier aushalten, und am Ende hatte er Sasuke für sich. Den brauchte er doch jetzt nur noch ein bisschen zum Grübeln bringen. Und genau das war ja auch das, was er mit seinen Worten erreichen wollte. Naruto konnte sich warm einpacken, so viel versichern. Er hatte schon immer den längeren Atem gehabt. Neugierig sah sich Deidara in der Wohnung von Itachi um. »Du bist umgezogen?« meinte er und sah zu seinem ehemaligen Freund, der in der Küche einen Kaffee kochte und nickte. »Ja, irgendwie habe ich auch Abstand gebraucht. Am Ende war ich doch ganz froh, für mich sowas wie
eine Art Neuanfang zu finden. Fühlt sich alles noch fremd an, aber ich denke, das wird schon werden. Das ist schon schön hier, aber irgendwie auch ziemlich einsam. Darüber musste sich Itachi doch nicht wundern. Aber auf der anderen Seite spürte Deidara auch, wie er Mitleid mit ihm bekam. Er bereute doch schon genug, und offenbar lag ihm das alles doch sehr im Magen. Du musst auch irgendwann neu anfangen. Vor allen Dingen musst du mit der Sache von damals abschließen. Der Ratschlag war zwar gut, aber nicht leicht umzusetzen. Das wusste auch Deidara. Dementsprechend wunderte er sich auch nicht, als Itachi leise lachte und ihm eine Tasse reichte. Das würde ich gerne, aber weißt du, wie schwer das ist, wenn man jeden Tag daran erinnert wird? Meine Firma geht den Bach runter. Mir sitzt jemand im Nacken, der von diesen Entwicklungen alles andere als begeistert ist. Und ich weiß nicht, ob der mich am Ende am Leben lassen wird. Was war das denn für eine Drohung? Erschrocken sah Deidara ihn an und seufzte. Worauf hast du dich denn da jetzt schon wieder eingelassen? Murmelte er leise und konnte doch nicht anders. Fest legte er seine Arme um den Uchiha herum und drückte ihn an sich. Red doch nicht immer so, als würde ich dich gleich wieder verlieren. Itachi war im ersten Moment erstaunt, lehnte sich dann aber doch sofort an die warme Brust, die ihn festhielt. Mit so einer Situation hätte er nie im Leben gerechnet. Dass er diese Umarmung erwiderte, war vollkommen normal und nachvollziehbar, oder nicht? Sofort wurde Deidara rot, und als er die Hand auf seinem Hintern bemerkte, schob er den Uchiha wieder von sich. »So war das jetzt nicht gemeint«, schnaubte er ihn an. »Kannst du das mal lassen? Ich dachte, es geht dir wirklich scheiße, da wollte ich mich um dich kümmern und du hast nichts Besseres zu tun, als wieder an mir rumzufummeln. Meinst du das ernst?« Seine Augen funkelten wütend und beruhigend hob Itachi seine Hände. »Nun entspann dich doch mal wieder ein bisschen. Ich kann halt nicht leugnen, dass du ein attraktiver Kerl bist. Ja, mir ist das alles vielleicht vorher gar nicht so aufgefallen, aber es ist Tatsache. Und wenn du mich so in den Arm nimmst, dann ist es sogar für mich schwer, meine Hände bei mir zu behalten.« Manchmal stellte sich Deidara aber auch an. Da war doch nichts bei. Es war doch nur ein bisschen Gefummel. Offenbar schien auch Deidara sich mit einem Mal Gedanken darüber zu machen, denn so grummelig, wie er eben noch war, schien er jetzt gar nicht mehr. Scheinbar war ihm der Gedanke doch gar nicht so negativ aufgefallen. Itachi schnappte ihn einfach, denn der kleinste Zweifel konnte zu seinem Vorteil genutzt werden. »Komm mal her«, meinte er leise und presste ihn an seine Brust. »Warum stellst du dich denn so quer? Wir waren mal die besten Freunde und wir haben uns immer alles erzählt. Klar, wir sind komischerweise nie im Bett gelandet, aber zurzeit sind wir beide ungebunden und können tun, was wir wollen. Hattest du denn in der Zwischenzeit einen Freund?« Unsicher schüttelte Deidara den Kopf, umsonst spürte er diese Sehnsucht in sich ja nicht. Als Itachi ihm tief in die Augen sah, spürte der Blondschopf, wie die Gegenwehr in ihm immer weniger wurde. Sein Herz fing an, schneller zu schlagen, und diesmal störte ihn die Hand auf seinem Hintern gar nicht mehr so sehr. Auch als er sah, wie Itachis Lippen näher kamen, wehrte er sich nicht wirklich gegen ihn und ließ sich einfach küssen. Was war denn schon dabei? Es stimmte doch, sie waren beide ungebunden und konnten tun, was immer sie wollten. Der eigenen Lust gar nachgeben war da doch nicht so das große Problem, oder? Innerlich haderte Deidara noch etwas mit sich. Doch die warmen Lippen an seinem Hals ließen ihn aufseufzen. Der Widerstand war fast vollkommen gebrochen. Und auch Itachi spürte, wie wieder etwas in ihm hochkam, was er schon lange nicht mehr gespürt hatte. Eine Kampfeslust und das Gefühl von Macht über jemanden. Genau das liebte er so sehr an Sex. Dieses Gefühl, jemanden unter sich zu haben, jemanden zu dominieren und ihn zu besitzen. Jetzt würde er Deidara besitzen. Er spürte doch, wie dieser nachgab. Auch wenn das eine total dumme Idee war, aber sein Körper sehnte sich zu sehr nach dieser Art von Liebkosung. Nur darum ließ er sich auf das Sofa drücken und er wehrte sich auch nicht, als Itachi ihm das Hemd aufknöpfte. Das hier war falsch, so viel wusste Deidara selbst, aber warum fühlte sich das dann so verdammt gut an? Während er selbst über seine Akten gebeugt saß und sich damit beschäftigte, beobachtete er aus dem Augenwinkel immer mal wieder seinen Bruder, der begeistert mit einem Buntstift auf dem Boden herummalte. Eigentlich störte ihn das schon gar nicht mehr. Seine Zeichnungen waren nach den ganzen Jahren in der gesamten Wohnung verteilt. Wo immer man war, man konnte sie finden. Und irgendwie musste er deswegen manchmal doch schmunzeln. Wie sollte man sich denn so auf seine Arbeit konzentrieren? Besonders als besagter Zwilling, mittlerweile ebenfalls Anfang 30, von seiner Zeichnung aufsah und sich beschwerte. »Madara, Tobi hat Hunger. Können Tobi und Madara was zusammen essen?« Die großen, unschuldigen Augen sahen ihn fragend an.
und Madara lehnte sich in den weißen Ledersessel zurück. »Worauf hast du denn Hunger?« wollte er wissen. Tobi war sein kleines Geheimnis. Keiner wusste von ihm, nur die Angestellten, und die waren zum Schweigen verdammt. Sollte einer von ihnen auch nur einmal ein falsches Wort wagen, würde Madara ihn erschießen, so viel war sicher. Und das wussten seine Angestellten auch alle. Eigentlich war er sich sicher, dass sie alle sehr loyal waren. Immerhin kannten sie seinen Bruder auch schon seit sehr vielen Jahren. »Tobi will Pizza!« quietschte sein Bruder und sprang vom Boden auf. »Muss Madara noch lange arbeiten? Tobi will spielen! Malen ist langweilig!« Seufzend sah sich Madara die Zahlen an, denn im Grunde versuchte er gerade, die Firma seines Cousins zu retten. Umsonst, wenn man sich die Zahlen genauer ansah. »Klar, wir bestellen jetzt erstmal eine Pizza und dann gehen wir spielen«, meinte er darum leise und griff nach dem Telefon. Begeistert hüpfte Tobi vor dem schweren Eichenschreibtisch herum, der wie eine Statue mitten in dem sonst eher leeren Raum stand. Die meisten Menschen stellten ihre Büroräume mit Büchern voll oder mit anderem Kram, damit es gemütlicher wirkte und am Ende doch nur einstaubte. So ein Mensch war Madara nicht. Sein Büro bestand aus einem übergroßen Schreibtisch, der bullig in der Mitte des Raumes stand, einem einzigen Bücherregal, vollgestopft mit Aktenordnern, einer kleineren Sitzecke mit Glastisch und Ledercouch. Ansonsten war der Raum leer. Nein, nicht ganz. Man durfte die kleine Grünpflanze in der Ecke nicht vergessen, die ohne Madaras Putzfrau vermutlich aber schon ein schnelles Ende gefunden hätte. Mehr brauchte er hier nicht. Der Boden bestand aus dunklem Parkett, die Wände waren weiß. Durch das dunkle Parkett konnte man auch die Zeichnungen seines Bruders nicht so genau erkennen. Da er aber auch selten jemand Fremdes sie hereinließ, störte das alles nicht so wirklich. Tobi, sein kleines Familiengeheimnis. Einst teilten sie sich den Bauch ihrer Mutter, doch der kleine Kerl wickelte sich dummerweise die Nabelschnur um den Hals und beinahe wäre er gestorben. Doch man konnte ihn retten. Der Preis dafür war nur sehr hoch. Tobis Gehirn war viel zu lange ohne Sauerstoff gewesen und über den geistigen Zustand eines Fünfjährigen kam er leider nicht mehr heraus. Es war nicht immer einfach mit ihm, aber Madara liebte den Spinner, so wie man seinen Bruder nun einmal liebte. »Gut, dann komm«, meinte er leise, nachdem er beim Pizzabringdienst die liebste Pizza seines Bruders bestellt hatte. Heute Abend wollte er sich noch wieder mit diesem kleinen Blondschopf treffen. Itachi war doch nur eine Marionette, eine kleine Puppe, mit der er machen konnte, was er wollte. Besonders jetzt, wo die Firma seiner Eltern kurz vor dem Bankrott stand, war Itachi wie Wachs in seinen Händen. Allein bei der Vorstellung musste er grinsen, und sanft streichelte er Tobi über den Kopf, der aus dem Büro in Richtung Küche lief. Itachi war zu seiner Puppe geworden, und jetzt würde er dem Kerl, der das Leid seiner Familie zu verantworten hatte, der glaubte, dass er mit der Welt machen konnte, was immer er wollte, zeigen, was im Leben hieß, Angst zu haben. Er würde lernen, was es hieß, wenn man alles verlor, was einem im Leben wichtig war. Itachi hatte es auch nicht anders verdient. Mit diesem Mistkerl von Sasori hatte er aber wirklich das gewaltigere Hühnchen zu rupfen. Und wenn er mit dem fertig war, konnte er sich im Grunde auch gleich beerdigen lassen. Aber das war dann nicht mehr Madaras Problem. Manche Menschen mussten erst einmal ganz unten ankommen, um zu begreifen, was es hieß, am Ende zu sein. Und er würde keine Gnade walten lassen, so wie Sasori es auch nicht getan hatte. Als ein junger Mann in den Raum kam, musste Madara doch etwas lächeln. »Na sowas. Schön, dich hier zu sehen, Shikamaru.«